Willkommen zum heutigen Thema Keine Rechte a priori und warum Recht und Freiheit nicht miteinander vereinbar sind. A priori bedeutet für mich die Aussage, dass Recht unabhängig von weiteren Handlungen keinen Sinn ergibt. Weil bevor irgendetwas stattfindet, bevor Menschen sich treffen, miteinander agieren, habe ich ja gar keine Notwendigkeit, was dieses Begriff Recht überhaupt umfassen soll. Weil Recht bezieht sich ja immer auf die Interaktion und auf das Handeln zwischen Menschen. An der Stelle ist es dann nicht sehr sinnvoll, zu sagen, eine einzelne Person setzt sich hin, schreibt Rechte auf, die dann für andere Personen gelten. Insofern eine Person Rechte aufschreibt, die nur für sie selber gelten, ist es ja nicht sehr sinnvoll, das aufzuschreiben, außer man ist so vergesslich und will sich aufschreiben, wie man bestimmte Sachen abarbeitet. Aber auch dann ist es ja kein Recht, sondern dann sind es einfach nur Anleitungen, wie bestimmte Abläufe zu bewerkstelligen sind. In dem Zuge, wie ich versuche, Recht aufzuschreiben, das auf eine andere Person hinwirkt, komme ich in das Legitimationsproblem, um zu sagen, warum sollte ich das Recht haben, etwas zu definieren, was ein anderer einhalten muss. Weil entweder ich bin mit dieser Person ohnehin im Kontakt und wir finden einen Konsens, wie wir zusammenarbeiten, wie wir miteinander umgehen, oder wir finden diesen Konsens nicht und es findet keine Verbindung zwischen uns statt. Oder beziehungsweise wir gehen uns aus dem Weg. Insofern ist der Begriff Recht kann in einem leeren Raum nicht existieren. Der Begriff Recht macht nur dann einen sinnvollen bekommt nur dann einen sinnvollen Kontext, wenn gleichzeitig Menschen wirklich begegnen. Das heißt, wenn eine Gesellschaft existiert oder eine Gruppe von Menschen, in der Interaktionen stattfinden. In der Form, wie Menschen miteinander handeln, bestimmen sie aber auch bereits die Form und den Umgang miteinander. Das heißt, ich brauche nicht im Vorfeld irgendeine Definition von einem Recht, das zum Beispiel als Form von Gesetzen niedergeschrieben wird, sondern es ergibt sich in dem Moment mit dem Kontakt zu Menschen. Und daher sind die vielen definierten Rechte insofern gar nicht notwendig, weil in dem Moment, wo Menschen miteinander agieren, schaffen sie ihr eigenes Recht, beziehungsweise eigentlich ihre Umgangsform, indem sie miteinander Verträge vereinbaren, indem sie Verhandlungen aufnehmen oder indem sie sich einfach aus dem Weg gehen. Dafür ist aber dieser gesamte Apparat, der dafür notwendig ist, um das heutige Verständnis von Recht in Form von Gesetzen durchzusetzen oder überhaupt erstmal einzuführen, zu kontrollieren und durchzusetzen, überhaupt nicht notwendig. Was mit dem Begriff Recht versucht wird, ist eine Verschleierung, dass persönliche, subjektive Vorstellungen dann auf andere Menschen übergestülpt wird und dass man eben vorausgesetzt, man hätte diesen Begriff Recht, der im Vorfeld ja überhaupt nicht existiert, bereits angenommen, es gäbe ihn und aufgrund dessen wird dann wiederum individuelle Vorstellungen von Werten, von bestimmten Handlungsweisen, die ich für gut halte, stülpe ich diese anderen über, beziehungsweise versuche sie mit irgendwelchen Mitteln dazu zu zwingen, aber ich lasse ihnen nicht die freie Entscheidung. Im Kontext von Gemeinschaften ist es natürlich klar, dass nicht jedes Individuum seine maximale Freiheit wird ausleben können. Allein schon aufgrund der physischen Gegebenheiten, weil wo eine Person steht, kann eben nur eine Person stehen. Das heißt, eine Person kann eben nur den Raum einnehmen, der verfügbar ist. Aber darüber hinaus ist im Endeffekt die Interaktion einfach individuell und frei festzulegen. Auch eine Gruppe genießt nie die Legitimation, dass sie für Personen, die nicht mit dieser Gruppe einverstanden sind oder die der Gruppe nicht eben die Erlaubnis erteilt haben, irgendeine Vereinbarung in ihrem Namen zu treffen, ist also jegliche Form davon unzulässig. Das heißt, nur auf Mehrheiten basierte Abstimmungen haben kein größeres Privileg, als wenn eine einzelne Person meint, sie dürfe Recht setzen, das für eine andere Person bevormundend wirkt.
Für die persönliche Freiheit ist es an der Stelle natürlich auch wieder selbstverständlich, dass nicht jedes Individuum, sofern es sich innerhalb einer Gesellschaft bewegt oder mit einer Gesellschaft im Kontakt ist, beziehungsweise eben mit anderen Menschen, dass es seine maximale Freiheit wird ausleben können. Aber dazu bedarf es keines Rechts, um diese Freiheiten zu beschränken, sondern es ist automatisches, selbstverständliches Miteinander. Dass, wenn ich zu meinem Vorteil in einer Gesellschaft handeln möchte, muss ich mich an bestimmte Absprachen halten. Die Individuen selber haben genug Möglichkeiten, sich miteinander zusammenzusetzen und einen Konsens oder eine Vereinbarung zu finden. Und die dann viel effizienter und viel effektiver von allen Seiten eingehalten wird, weil sie nicht auf einem anonymen Recht basiert, das von irgendjemandem gesetzt wurde, der dazu ja nie formal legitimiert werden kann, jedenfalls nicht für alle allgemeingültig, sondern dass dieses Recht genau so individuell ist, dass es nur die Personen betrifft, die es miteinander besprechen, und dann resultiert daraus auch wiederum kein Recht, sondern primär existieren dann Selbstbeschränkungen, das heißt, die eine Person ist bereit, auf bestimmte Handlungen zu verzichten, zum Wohle der anderen, zum Vorteil der anderen. Oder wenn es sich zum Beispiel um Arbeitsverträge handelt, kommt natürlich auch eine Selbstverpflichtung dazu. Das heißt, ich verzichte nicht nur im Rahmen eines Arbeitsvertrages zum Beispiel auf meine freie Zeiteinteilung. Das heißt, ich bestimme nicht mehr komplett selbstständig, wann ich wo etwas tue. Umgekehrt dafür vereinbare ich, genauso wie der andere vereinbart, ich gebe meine Zeit und er gibt mir einen Gegenwert dafür. Das kann Geld sein, das kann aber auch in anderer Form stattfinden. Und für solche Selbstbeschränkungen und Selbstverpflichtungen braucht es keinerlei Gesetze. Es braucht nur den Umgang der Individuen miteinander. Für den Fall, dass natürlich es trotzdem Konflikte geben wird, weil einfach Interessen zu verschieden sind, ist es immer noch eher möglich, auf der Basis des Konsenses, das heißt trotzdem der Verhandlungen der Vertragsparteien, eventuell unter Beteiligung einer neutralen Person, ein Ergebnis zu finden, als wenn es ein eventuelles Recht irgendwo gibt, das die eine Partei gegenüber der anderen privilegiert. Was natürlich dann von der Seite, die da den Nachteil zu befürchten hat, wohl kaum gern akzeptiert wird, wo wieder das Gewaltmonopol notwendig wird, um die andere Person in diese schlechtere Position zu drücken oder dort zu halten. Ein weiterer Grund, warum der Begriff Recht nicht für eine freiheitliche Gesellschaft verwendet werden sollte, ist, weil in der Entstehungsgeschichte bzw. der historische Hintergrund für den Begriff einfach schon ausdrückt, dass Recht immer auch mit einem Herrschaftssystem verbunden ist. Im Grimmschen Wörterbuch kann man da sehr schön nachlesen, wie der Begriff Recht etwas bezeichnet, wie sich Menschen in einer festen Struktur im Endeffekt ihren Platz und ihre Position finden und damit sich auch deren Rechte ergeben. Und sogar noch darüber hinaus, was sozusagen aus dem Monarchenbereich dann kommt, zurzeit natürlich auch der Könige und der Herrschaftshäuser, wo das Recht als etwas Gottgegebenes betrachtet wurde, was automatisch mit der Geburt schon verknüpft war. Und das sind natürlich alles Aspekte, wenn man den Begriff Recht benutzt, bedeutet es, dass dort auch schon implizit eine Herrschaft vom Menschen über den Menschen mit impliziert ist. Und genau dieses soll ja in einer freien Gesellschaft so nicht mehr stattfinden, sondern die Menschen begegnen sich auf Augenhöhe und sind, wie es dann so schön heißt, Gleiche unter Gleichen. So dass es diese Sonderstellung, diese Über- und Unterordnung, die der Begriff Recht einfach aus seiner Geschichte heraus hat, so einfach nicht mehr gegeben ist und auch nicht mehr so erwünscht werden wird an der Stelle. Nochmal den Punkt anzusprechen, dass ein Individuum selber kein Recht haben kann, um Recht zu setzen, vor allen Dingen, wenn dieses Recht ja dann selber wiederum über andere Individuen drüber gestülpt werden soll, ohne dass diese explizit ihre Zustimmung geben, dass sie mit diesen Vereinbarungen, die damit getroffen werden, wirklich einverstanden sind. In dem Fall, wenn ich mir zum Beispiel überlege, ich gebe mir das Recht zu sagen, ich darf alles, was mein Nachbar im Kühlschrank hat, einfach aufessen. Dann kann man auch sehr schnell wieder in dem
Begriff des kantischen Imperativs sehen, dass eine solche Vereinbarung gesellschaftsschädigend ist. Weil ja die Verlässlichkeit, dass sich Individuen miteinander verständigen und auch nur Handlungen stattfinden, die im Austausch und im Einklang der einzelnen Individuen stattfinden, würde ja damit genau zerstört werden. Und genau das ist etwas, was das Recht heute aufgrund der Form, wie es verwendet wird, aufgrund der Form, wie es etabliert wird, einfach macht. Es schädigt den Prozess der Vergemeinschaftung, wo Menschen freiwillig in Austausch treten, in Verbindung gehen und mit dem Versprechen zwar Sicherheit zu schaffen, in diesem Austausch, gerade mit Menschen, die man normal nicht kennt, schafft es aber genau das Gegenteil, weil es ja nicht einfach strukturiert und klar verständlich ist, sondern im Gegenteil, immer komplexer wird, gibt immer mehr Ausnahmen und es gibt natürlich auch privilegierte Personen, die dann vom Steuerbezug profitieren. Insofern würde eben das Kühlschrankbeispiel vor allen Dingen dazu führen, dass die Individuen wahrscheinlich keine Kühlschränke mehr benutzen werden, weil sie ja jederzeit befürchten müssen, dass jemand ihnen diesen Kühlschrank ausräumt. Und genauso kann es mit vielen anderen Rechtspositionen, die es heute schon gibt, analog betrachtet werden. Das heißt, zum Teil fördert diese Rechtsstruktur und das Rechtsdenken heute auf Basis von Gesetzen, aufgrund von dem Anspruch, ich hätte ein Recht auf oder ein Recht das oder ein Recht dazu, führt genau dazu, dass die Verantwortung im Endeffekt verschwindet, weil die persönliche Verantwortung wird nicht mehr übernommen und es herrscht Verantwortungslosigkeit, weil man sich auf Rechte und Ansprüche beruft, die aber von der Gegenseite gar keine Zustimmung erfahren. Aufgrund einer Diskussion, die bereits im Vorfeld für dieses Video stattgefunden hat, möchte ich noch einen wichtigen Hinweis geben, warum der Begriff Recht und der Begriff Freiheit zum einen unvereinbar sind und auch keine Synonyme darstellen. Im Nachgang ist mir ziemlich klar geworden, warum es zu dieser Begriffsverwirrung im Endeffekt schon geführt hat. Allein die Verbindung in der Bezeichnung Freiheitsrechte. Da werden zwei Worte miteinander verbunden. Einmal im Endeffekt der scheinbare Begriff der Freiheit wird mit einem Wort, was genau das Gegenteil darstellt, weil es stellt ja eine Beschränkung, es stellt ja eine Verminderung von Freiheiten dar, wird in einen Begriff zusammengeworfen und der Begriff Freiheit in seinem Ursprung geht dabei verloren. Das ist auch sehr schön nachzulesen im Grundgesetz, weil dort sind verschiedene Freiheiten, sogar eine Mehrzahl, definiert. Im Sinne von Meinungsfreiheit, über Wahlfreiheit und noch verschiedene andere Freiheiten, kann jeder gerne nachlesen. Aber da wird dann bereits ersichtlich, normal, ein Mensch, der frei ist, der also seine Freiheit hat, es ist nicht umsonst eine Einzahl. Es gibt nur die Freiheit. Es gibt keine Freiheiten in einer Mehrzahl. Wenn wir von Freiheiten sprechen, also von einer Vielfalt von Freiheiten, dann haben wir bereits die Freiheit als solches ausgegeben. Das heißt, in der Grundüberlegung findet bereits der Wechsel statt von dem freien Menschen, der nur eine Freiheit hat, die allumfassend ist, wird bereits gewechselt zu einem unfreien Menschen, den man dann nur noch abspeist mit kleinen Fragmenten einer Freiheit, die ihm ohnehin zusteht. Das heißt, eben im Grundgesetz sind nicht die Freiheiten definiert, sondern sind eigentlich nur noch die Fragmente übrig gelassen, nachdem die Freiheit per se aufgrund des Grundgesetzes gesagt wird, der Mensch ist nicht frei, sondern er hat nur noch diese Freiheiten. Was an dieser Begriffsverwirrung sehr schade ist, ist, dass viele Menschen wahrscheinlich nicht einmal erkennen werden, dass wenn von Freiheiten gesprochen wird, sie bereits eben auf die andere Seite gestellt wurden. Weil der Begriff Freiheit in unserer heutigen Gesellschaft, weil wir ja sehr viele Freiräume haben, merken wir gar nicht, dass auch als Grundlage dieser Definition der Freiräume die Unfreiheit gesetzt wurde und die Freiheit per se eigentlich nicht existiert. In dem Fall, soweit Menschen direkt mit Fesseln konfrontiert sind, direkt mit physischen Fesseln, ist es sehr leicht nachvollziehbar, weil da ist die Unfreiheit sofort spürbar. In einem scheinbar sehr offenen und eben freiheitlich orientierten System, das es ohne Frage ist, ist es sehr schwer ersichtlich, dass der Kontext aber umgedreht wurde. Das heißt, die Freiheit ist nicht mehr die Basis, sondern die Unfreiheit.
Und die Unfreiheit wird dadurch teilweise gelockert, dass stückchenweise Freiheitsrechte gegeben werden. Insofern bedeutet der Gedanke, dass wir uns heute nur noch mit Freiheiten beschäftigen und nicht mehr mit der Freiheit als solches, dass uns die Vorstellung für diesen Begriff bereits verloren gegangen ist. Weil wir zwar in einer sehr freiheitlich orientierten Gesellschaft leben, mit sehr vielen Freiräumen, aber aufgrund der Vergesellschaftung sind wir es ja zum Teil auch gewohnt, dass wir auf andere Menschen Rücksicht nehmen, dass wir ein soziales Miteinander pflegen. Aber der Gedanke, dass wir Rücksicht nehmen, wird dann so weit in eine andere Form überführt, dass der Grundgedanke plötzlich von Freiheit auf Unfreiheit wechselt. Und von dieser Unfreiheit wird dann nur noch stückchenweise einzelne Freiheiten wieder freigegeben, wieder zur Verfügung gestellt. Und es wird gar nicht so ohne weiteres ersichtlich, dass sich der Grundgedanke wirklich komplett umgekehrt hat. Ist wahrscheinlich auch so ohne weiteres nicht immer direkt ersichtlich, weil man selten an die Grenzen stößt, wo die eigenen Freiheiten wirklich beschränkt werden. Traurig wird es an der Stelle, wo die einzelne Person gar nicht mehr in der Lage ist zu erkennen, dass dieser Wechsel stattgefunden hat, weil sie mit den Freiheiten, die sie angeblich hat, so weit zufriedengestellt wird, dass sie gar nicht mehr die Frage stellt, warum habe ich eigentlich nur diesen Ausschnitt von Freiheit und warum bin ich nicht frei? Zum Abschluss möchte ich noch einen Blick auf die UN-Charta der Menschenrechte werfen und diese in den gerade erläuterten Rahmen noch einbinden. Weil hier ist es sehr wichtig zu betrachten, dass auch dort sehr stark von Freiheiten und Freiheitsrechten gesprochen wird, aber nicht von dem Konzept der Freiheit. Das heißt, auch dort ist bereits der Gedanke sozusagen grundlegend vorhanden, zu sagen, der Mensch ist unfrei. Und er muss dann aus den Strukturen, in denen diese Unfreiheit besteht, wieder rausgeholt werden, um ihn fragmentarisch mit Freiheiten zu versorgen. Aber genau das ist eben der Punkt, dass die Freiheit als solches nicht mehr gedacht wird. Und wenn ich mir dann anschaue, die einzelnen Artikel, die dort aufgelistet sind, und mir überlege, dort sind Rechte, dort sind Verpflichtungen, dort sind viele Sachen definiert und festgelegt, worauf jemand Anspruch hat, beziehungsweise Anspruch, dass etwas nicht stattfindet. Das heißt, es soll eine Verhinderung stattfinden. Und all diese Regelungen, all diese Rechte, die dort definiert sind, die funktionieren in dieser Form zwangsweise nur mit dem Staat. Weil nur der Staat hat im Endeffekt einen solchen Machtfaktor, um so ein Recht durchzusetzen. Weil überall muss es übermächtige Kontrollinstanzen geben, die überprüfen, ob sich jemand genau in der Form verhält und die eingreifen können, wenn sich jemand nicht in dieser Form verhält. Und das Traurige an der Stelle ist wiederum, nur allein diese Institutionen, die ja die Macht bekommen müssen, um diese angeblichen Rechte durchzusetzen, sorgen ja dafür, dass es genau die Machtform überhaupt dann wiederum gibt, die in der Lage sind, die Rechte, die gegeben werden sollen, zu beschränken. Auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, dass der Staat mit seiner Judikative, Exekutive und Legislative überhaupt erstmal diese ganzen Formen von Recht setzen, überprüfen, durchsetzen, anwenden muss, bestrafen muss, ist die Frage, ist das wirklich die sinnvolle Umsetzung von einem Grundgedanken der Freiheit? Weil genau diese Institutionen haben ja erstmal die Macht bekommen, um überhaupt ein solches Recht durchzusetzen. Und dann gehe ich aber wieder auf die Ebene zu sagen, dieses Recht, was oder diese Macht, die sie bekommen haben, um die Rechte durchzusetzen, das ist genau die Macht, durch die es ja erst ermöglicht wird, überhaupt diese Rechte wieder zu beschränken. Das heißt, ich gewinne an der Stelle wenig, weil die Möglichkeit, sich gegen diese Strukturen und die staatlichen Organe dort durchzusetzen, ist wiederum gering im Vergleich zu der Machtfülle, die damit verbunden ist. An der Stelle sei die Frage gestellt, inwieweit die Strukturen tatsächlich mehr schützen, als dass sie genau das bewirken, wovor denn angeblich geschützt werden soll. Weil je restriktiver diese einzelnen Organe sind, desto mehr müssen diese natürlich auch Gewalt anwenden, um Menschen daran zu hindern, gegen diese Strukturen zu rebellieren.
oder gegen diese Strukturen aufzubegehren oder sie in irgendeiner Form zu missachten. Insofern bleibt die Grundfrage, ob die Option zu sagen, der Staat schützt solche Rechte des Bürgers, wirklich zielführend ist. Weil für eine freiheitliche Gesellschaft solche Strukturen in letzter Konsequenz unnötig sind. Natürlich ist es auch wichtig, sich die Zeit anzuschauen, wann diese Resolution wirklich verabschiedet wurde. Das ist wenige Jahre, nachdem mit sehr totalitären Systemen Erfahrungen gesammelt wurden, die auch erneut einen Weltkrieg geführt haben und dort sehr viel Leid über Menschen gebracht haben. Deswegen ist aber trotzdem zu überlegen, ob diese Menschenrechte selber denn von dem Begriff Freiheit ausgehen oder, wie ich es vorher ausgeführt habe, tatsächlich bereits das beschränkte Menschenbild haben, dass Menschen per se unfrei sind, aber dann mit Freiheitsrechten versorgt werden, statt einfach frei zu sein. Deswegen ist mein Gedanke an der Stelle, es braucht nicht diese Form von Menschenrechten, sondern es braucht ziemlich einfach nur eine einzige Überlegung, einen einzigen Gedanken, und zwar: jeder Mensch ist frei. Soweit heute das Thema von mir, keine Rechte a priori. Weitere Infos und Links findet ihr in meinem Blog, wo ihr mir auch gerne Feedback geben könnt, Fragen stellen oder einfach mit mir diskutieren könnt. Ich verabschiede mich für heute und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Tschüss!